Kochen, die liebenswerte Stadt im Ostalbkreis. Jeder, der sich diesen Film ansieht, soll Gast sein bei allen Veranstaltungen der Festwoche zum 25-jährigen Jubiläum der Stadterhebung. Doch zuvor soll Oberkochen selbst vorgestellt werden. Es spricht dazu Innenminister Frieder Birzele in Ausschnitten seiner Rede zur Festveranstaltung. 25 Jahre Stadt Oberkochen ist selbstverständlich ein guter Grund zum Feiern. Aber es ist auch Anlass, ein wenig innezuhalten, zurückzuschauen, den gegenwärtigen Standort zu bestimmen und den Blick in die Zukunft zu richten. 656 Jahre sind seit der ersten gesicherten urkundlichen Erwähnung Oberkochens vergangen. Verschiedene Funde aus der Jungsteinzeit, der Hallstattzeit und der Keltenzeit lassen jedoch den Schluss zu, dass hier schon wesentlich früher eine Siedlung bestanden hat. Aber schon der Blick auf die Entwicklung Oberkochens vom spätmittelalterlichen Bauerndorf zur schönen Kleinstadt mit einer gesunden Infrastruktur und einem außerordentlich bedeutenden Industrieaufkommen macht deutlich, welche umwälzenden Veränderungen im Laufe der Jahrhunderte hier stattgefunden haben. Wie die Geschichte anderer Städte und Gemeinden unseres Landes, so war auch die Geschichte Oberkochens ein Auf und Ab. Kriege und Zeiten des Friedens, Glaubenskämpfe und Zeiten des guten menschlichen Miteinanders wechselten sich ebenso ab wie Zeiten der Armut, des Elends und der Not mit Zeiten eines bescheidenen Wohlstands. Maßgeblich geprägt wurde die Struktur und die Entwicklung Oberkochens von der geografischen Lage. Neben dem Wald und der Alplandschaft bestimmte über Jahrhunderte hinweg der Kocher die Arbeit und das Leben der hier wohnenden Menschen. Fischzucht und Mühlen, ob Öl-, Schleif- oder Getreidemühlen, die Schlachenwäsche am Kocher-Ursprung und ein dort errichtetes Schmelz- und Eisenwerk waren jahrhundertelang die Lebensgrundlagen für die Menschen hier in Oberkochen. Die ersten großen Veränderungen brachte das 19. Jahrhundert, das Jahrhundert der Industrialisierung. Im Jahre 1840, als Oberkochen ca. 650 Einwohner zählte, waren hier etwa 30 Hafenmeister tätig, ein Gewerbe, für das Oberkochen damals im Lande bekannt war. 20 Jahre später wurde der Grundstein zur Oberkochener Bohrermacherindustrie gelegt. Und nach dem Anschluss an die Eisenbahnlinie Aalen-Ulm im Jahre 1864 wurden innerhalb von 20 Jahren vier bedeutende Firmen, unter anderem die Firma Albert Leitz, gegründet. Zu Beginn unseres Jahrhunderts kamen weitere Firmen nach Oberkochen und mit den Arbeitsplätzen kamen auch die Menschen, sodass sich die Einwohnerzahl von 1850 bis 1925, also in 75 Jahren, nahezu verdoppelte. Es galt, die 1500 Einwohnergemeinde so zu gestalten, dass die Einrichtungen zur Verfügung standen, die die hier lebenden und arbeitenden Menschen, aber auch die immer bedeutender werdende Industrie brauchte. Es mussten Kindergärten und Schulen gebaut bzw. erweitert, Baugebiete erschlossen und Einrichtungen der Wasserversorgung und Abwasserbeseitigung bereitgestellt werden. Diesem Aufschwung in der Entwicklung der Gemeinde Oberkochen setzte der Zweite Weltkrieg ein jähes Ende. Vieles war zerstört und zunichte gemacht. Über 200 Oberkochener mussten im Krieg ihr Leben lassen oder blieben vermisst. 1945 musste wirtschaftlich, politisch und gesellschaftlich ein Neuanfang gemacht werden. Gewaltige Probleme waren zu lösen. So wurden zum Beispiel infolge des Zweiten Weltkrieges Millionen Menschen aus ihrer angestammten Heimat vertrieben oder befanden sich auf der Flucht. Sie alle suchten eine neue Heimat und viele von ihnen kamen hierher nach Baden-Württemberg. Während in meiner Heimatstadt Göppingen neben vielen Sudetendeutschen auch eine ganze Reihe von Sachsen Aufnahme fanden, die dort in feinmechanischen Betrieben tätig gewesen waren, kamen nach Oberkochen vorwiegend Flüchtlinge, die in ihrer angestammten Heimat in der optischen Industrie gearbeitet hatten.
Neben ihrem Fachwissen und ihrer Bereitschaft zur Mitarbeit am Wiederaufbau brachten diese Menschen Tugenden mit, die bei uns Schwaben gute Tradition haben, nämlich Fleiß, Ideenreichtum und hintergründiger Humor. Dies war für Oberkochen und seine Weiterentwicklung ein besonderer Glücksfall, denn bereits ein Jahr nach Kriegsende siedelte sich hier die Firma Carl Zeiss an, eine Firma mit Weltruhm, deren Name nicht nur mit Jena, sondern schon bald auch mit Oberkochen in Verbindung gebracht wurde. Eine rasante Aufwärtsentwicklung nahm ihren Anfang. Eine Aufwärtsentwicklung, die für einen Ort in der Größenordnung von Oberkochen einmalig bleiben sollte. Natürlich war es in erster Linie das Weltunternehmen Zeiss, aber es waren auch die weiteren zahlreichen schwäbischen mittelständischen Familienbetriebe und die günstigen wirtschaftlichen Rahmenbedingungen der 50er und 60er Jahre, die diese Aufwärtsentwicklung und den damit einhergehenden wachsenden Wohlstand erst ermöglichten. Wieder waren es die attraktiven Arbeitsplätze, die viele Arbeitnehmer und deren Familien nach Oberkochen brachten. Von 1950 bis 1960, also in 10 Jahren, hat sich die Einwohnerzahl mehr als verdoppelt und ist auf nahezu 8000 angestiegen. Wieder waren Bürgermeister, Gemeinderat und Verwaltung gefordert, die Infrastruktur der gestiegenen Bevölkerungszahl anzupassen und dieses Mal dabei auch den gestiegenen Ansprüchen der Menschen Rechnung zu tragen. Lassen Sie mich in diesem Zusammenhang die nunmehr 104 Jahre alte Carl Zeiss Stiftung erwähnen, deren Gründer sich neben der Existenzsicherung der Firma zum Ziel gesetzt hatten, den Arbeitern und Angestellten ein materiell und ideell menschenwürdiges Leben zu ermöglichen, sowie im Rahmen des Möglichen auch gemeinnützige Leistungen für die Bevölkerung zu erbringen und die Wissenschaft zu fördern. Wenn man bedenkt, dass diese Statuten 1889 geschrieben wurden, war dies eine für die damalige Zeit geradezu revolutionäre Zielsetzung. Und umso bemerkenswerter ist es, dass sich das Unternehmen Carl Zeiss bis heute diesen Grundsätzen verpflichtet fühlt. Dass aber diese Ideen von Carl Zeiss und seinem Freund Ernst Abbe hier in Oberkochen Wirklichkeit wurden, verdanken wir in erster Linie dem gedeihlichen Zusammenwirken aller gesellschaftlichen Gruppierungen dieser Gemeinde. Wir verdanken dies dem Fleiß der Arbeitnehmer, dem Verantwortungsbewusstsein und dem Weitblick der Unternehmer, dem Ideenreichtum des Bürgermeisters, dem Mut des Gemeinderates und der engagierten Arbeit der Verwaltung. Wir verdanken dies den Aktivitäten der Kirchen, Vereinen und deren ehrenamtlichen Mitgliedern. Und wir verdanken dies der gesamten Bürgerschaft, die sich mit Oberkochen identifiziert und sich für ihren Heimatort engagiert. Nur so konnte es gelingen, dass die Gestaltung Oberkochens als lebenswerter Wohn- und Heimatort mit der rasanten Entwicklung der Industrie standhalten konnte. Folglich waren die 50er und 60er Jahre wiederum geprägt von Baulanderschließung, vom Bau zahlreicher öffentlicher Einrichtungen wie Kindergärten, Grund- und Hauptschule und weiterführenden Schulen, Altenheim, Altenwohnungen und Rathaus, Straßen, Plätzen, Sport- und Kulturstätten und nicht zuletzt vielfältigen Baumaßnahmen auf dem Gebiet der Wasserversorgung und der Abwasserbeseitigung. Dies alles ist in Oberkochen. Und lassen Sie mich dies in aller Bescheidenheit hinzufügen, auch mit Hilfe des Landes Baden-Württemberg in ganz hervorragender Weise gelungen. Fast problemlos ging die Entwicklung vom Ostalbdorf zur bedeutenden Industriegemeinde mit städtischem Gepräge zwischen den großen Nachbarn Aalen und Heidenheim vonstatten, sodass es nur ein logischer Schritt war, dass 1968 die Stadterhebung folgte. Ein wichtiger Markstein in der Geschichte Oberkochens war gesetzt. Aber die Stadterhebung, und dies möchte ich heute beim 25-jährigen Jubiläum besonders hervorheben, war für die Oberkochener kein Grund, sich auf den Lorbeeren der Vergangenheit auszuruhen. Vielmehr wurde hier nach dem Grundsatz des früheren englischen Premierministers Harold Macmillan
wonach die Vergangenheit kein Sofa, sondern ein Sprungbrett ist, unermüdlich weitergearbeitet. Zwar hat sich die Einwohnerzahl in Oberkochen in den letzten 25 Jahren kaum verändert. Dennoch kamen mit der Stadterhebung besondere Herausforderungen, die bewältigt werden mussten, und ganz neue Aufgaben, die die gesellschaftspolitische Entwicklung mit sich brachten, auf die Kommune zu. Zu erwähnen ist hier beispielhaft die Gestaltung der Innenstadt zu einem echten Zentrum. Darüber hinaus besteht in Ihrer Stadt, meine sehr geehrten Damen und Herren, ein breites und bedarfsgerechtes Angebot für Kinder, Jugendliche, für Erwerbstätige und für Menschen der älteren Generation. Für jedes Kind ab dem 3. Lebensjahr steht ein Kindergartenplatz zur Verfügung. Hier können Kinder und Jugendliche eine ihre Neigungen und Fähigkeiten entsprechende Schule besuchen. Es gibt eine bestens angenommene Musikschule und hervorragende Sportstätten, wie das Karl-Zeiss-Stadion und das Freizeitbad Aquafit. Einrichtungen für die älteren Menschen sind ebenfalls vorhanden und die Bürgerinnen und Bürger können sich in über 50 Vereinen aktiv am bürgerschaftlichen Leben beteiligen. Außerdem wurde in Oberkochen die Deutsche Wiedervereinigung, die zweifelsohne gegenwärtig Schwierigkeiten und Probleme mit sich aufgebracht hat und weiterbringen wird, wurde hier in Oberkochen diese Vereinigung als echte Chance begriffen. Oberkochen ist im Jubiläumsjahr ein blühendes Gemeinwesen, der Vergangenheit verpflichtet, in der Gegenwart verwurzelt und für die Zukunft offen. So präsentiert sich die Stadt. Offen für neue Wege in der Kommunalpolitik und auch offen für ein gemeinsames Europa, was die lebendigen Beziehungen zu den Partnerstädten Dives-sur-Mer in Frankreich und Monte Belluna in Italien eindrucksvoll belegen. Deshalb bin ich sicher, dass hier auch die besonderen Herausforderungen, vor denen wir derzeit stehen, bewältigt werden. Meine Zuversicht liegt darin begründet, dass zwei bedeutende Elemente unserer Demokratie hier in Oberkochen besonders ausgeprägt sind. Zum einen ist dies das lebendige bürgerschaftliche Engagement der hier lebenden Menschen. Zum anderen sind dies die Möglichkeiten der kommunalen Selbstverwaltung, wie Herr Bürgermeister Gentsch und die Damen und Herren des Stadtrates mit Tatkraft und Ideenreichtum zu nutzen verstehen. Gerade diese beiden Elemente, die weitere Ausgestaltung der kommunalen Selbstverwaltung und die Stärkung des bürgerschaftlichen Geistes, liegen mir bei meiner Arbeit als Kommunalminister besonders am Herzen. Diese Punkte sind deshalb Hauptziele meiner politischen Arbeit bei der anstehenden Reform des Kommunalrechts. Meine sehr geehrten Damen und Herren, gemeinsam haben Sie sich in den vergangenen 25 Jahren mit großem Erfolg darum bemüht, Ihre Stadt solide zu verwalten, lebenswert zu gestalten und liebenswert zu erhalten. Nicht zuletzt auch die Art, in welch vielfältiger Weise und unter aktiver Beteiligung der Bevölkerung Sie Ihr Stadtjubiläum begehen, ist für mich ein Beweis dafür, dass dieser bürgerschaftliche Geist in Oberkochen lebt und auch weiterhin Bestand haben wird. In diesem Sinne wünsche ich Ihnen noch einmal alles Gute zu Ihrem Jubiläum und der Stadt Oberkochen und den hier lebenden Menschen eine gute, friedvolle Zukunft. Wie schön und wie wunderbar harmoniert doch ein Flötenkonzert hier auch in unserer Stadtbibliothek, wie so viele musische Veranstaltungen hier in den vergangenen Jahren. Und schön ist es, meine ich, wenn wir diese Jubiläumsfeierlichkeiten beginnen können mit der Kultur, dass Kultur gepflegt wird, dass Musik, dass Kunst wirklich gehalten wird und gepflegt wird, denn überall dort kann es keinen Hass geben, kann es keine Zwietracht geben. Und deshalb freuen wir uns sehr, dass wir uns heute in der Bibliothek zusammenfinden können
um die Preisträger des Fotowettbewerbs 1993 auszuzeichnen. Herr Dürer, stellvertretend darf ich Ihnen ein Dankeschön abstatten für diese schöne, aber wenn ich wohl nicht so beneidenswerte Aufgabe, so etwas zu machen. Herzlichen Dank, Herr Dürer. Hausmann, Dankeschön. Wir wissen, dass Ihr Engagement über das hinausgeht, was man landläufig von uns Beamten immer so sagt, ne, die sehen das nicht so arg viel, das heißt es immer. Wer mal hinter die Kulissen blickt, der weiß, dass es nicht so ist. Also das geht nur durch ehrenamtliches, übergroßes Engagement und aus dem Grund freut mich sehr, Herr Keidel, da, erstens, dass Sie mitgemacht haben und dass Sie mit dem Preis, mit dem zweiten Preis ausgezeichnet werden konnten, Herr Keidel. Das Bild sehr schön gefallen, es muss in den frühen Morgenstunden gewesen sein. Es ist wunderschön, die Licht- und Schattenspiele, der Trümmer und der Staubentwicklung. Sie werden jetzt überlegen, die Trümmer, was kann das sein? Es war der Abbruch des Gebäudes in der Straße 2. Mit tollen Ideen, mit spontanen Einfällen, der sehr viel in den vergangenen Jahren und Jahrzehnten für Oberkochen geleistet hat. Für ihn gilt es noch in der Potenz, das was ich zu Herrn über Herrn Keidel gesagt habe, es ist unser Stadtrat, Herr Dietl. Wir sagen deshalb Dankeschön unserem Bürgermeister und dem Gemeinderat, der für das nötige Kleingeld sorgte. Es ist schön für uns als Stadt, dass dies eingebettet ist in unser 25-jähriges städtisches Leben, 25-jähriges Jubiläum. Und man wird es bestimmt, wenn mal nach uns diejenigen in 50 Jahren ein Fest feiern, und in 75 und in 100, dann wird man immer nachschauen, wie war es denn damals beim 25-Jährigen? Im Blick auf das nett gesagte Kleingeld, das gerade angesprochen wurde, das wir locker gemacht haben. Seit einigen Jahren sind wir ja dabei, unsere Carl Zeiss Kindertagesstätte insgesamt wieder auf den Stand zu bringen, den man heute in einigermaßen stellt, um eine moderne, zeitgerechte Erziehung unserer Kinder in einer solchen wichtigen und notwendigen Einrichtung zu haben und durchzuführen. Das, was Sie hier sehen, da wo wir jetzt stehen, alles insgesamt sage und schreibe 175.000 D-Mark. Also insgesamt wurden 400.000 D-Mark investiert, ohne dass man eigentlich so ganz gravierend etwas Neues sieht. Wenn ich 400.000 Mark in einen Neubau stecke, dann sieht man etwas. Wir haben das hier mit großer Überzeugung und mit großer Freude investiert. Hier gab es im Gemeinderat keinerlei Diskussion für und wider. Vielen Dank, meine Damen und Herren des Stadtrates, des Gemeinderates, liebe Stadträtinnen und Stadträte, die Sie heute da sind, für dieses Entgegenkommen, für dieses Engagement, das Sie mit uns als Verwaltung gesehen haben. Das ist wichtig. Vielen Dank. Und dann, wie gesagt, viel Freude, keine Unfälle hier, viel Spaß in der gesamten Arbeit unserer Carl Zeiss Kindertagesstätte. Dankeschön. Wenn wir auf diesen Spielplatz schauen, was können wir dann sagen, wie ist er denn geworden? Jetzt dürft ihr mal alle ganz laut schreien, was er denkt. Lauter! Nochmal lauter! Und Wasser, mit dem Wasser könnt ihr auch noch viel Spaß haben, eure Eltern vielleicht auch.
wenn er nach Hause kommt. Also, Begeisterung. Ich möchte für euch, für uns, vom Kirchengemeinderat, von der Kirchengemeinde ein ganz großes und herzliches Dankeschön sagen dem Herr Gensch, dem Stadt- und Gemeinderat der Stadt, dass sie in diesen schwierigen finanziellen Zeiten den Umbau dieses Spielplatzes möglich gemacht hat. Und wirklich ganz herzlichen Dank, auch von Herrn Pfarrer Tierfelder. Viele schöne Stunden und Erfahrungen hier erleben sollt und dass euch wirklich nichts zustößt, was irgendwie Schaden bedeutet. Alles Gute euch, Kindern. Die Frau Fischer hat es gerade angedeutet und der Herr Gensch hat es auch zum Schluss gesagt. Es ist wichtig in so einer Einrichtung bei uns, dass wir auch daran denken, dass kein Unfall und keine Gefahr geschieht. Und deshalb denken wir, dass wenn die Sabine jetzt mit uns miteinander betet, wenn sie im Gebet spricht, dass es an der richtigen Stelle ist. Du unser Gott, wir freuen uns auf unseren neuen Spielplatz. Viele Menschen haben geplant und gearbeitet, damit alles gut wird. Wir danken dir, dass bei den Bauarbeiten niemand verletzt wurde. Wir bitten dich, dass wir mit dem neuen Spielplatz viel Spaß und Freude haben. Bewahre und beschütze alle Kinder, damit beim Spielen kein Unglück geschieht. Wir möchten aber an diesen Tag nicht nur an uns denken, sondern bitten dich für alle Kinder, die es schlechter haben, sei du ihnen besonders nahe. Lass uns nicht blind werden durch unseren Wohlstand, sondern lass uns helfen, wo wir gebraucht werden, dass wir in Frieden miteinander leben können. Amen. Es hat doch geklappt. Und was rausgekommen ist, da hat irgendwas hat uns dann den Sturm aus der Segel genommen. Aber es tropft immer, auch mit seinen Stadträten. Es ist schon mal harter Zeit. Und wir fechten darum, wir geben nicht keine Ruhe. Und jetzt wird es Zeit, dass wir miteinander feiern. Und wir haben uns das so vorgestellt, dass wenn man einen Spielplatz eröffnet, dass dann Spiele auch gefragt sind. Und so bieten wir jetzt für Eltern und für Kinder Spiele an. Da gibt es da ein Clownwurfspiel. Dann werden riesen Seifenblasen gemacht. Es gibt einen Kleiderstaffel, das ist bei dem Wetter natürlich höchst interessant. Einen Staffellauf mit Wasser, da kann man sich, also ich empfehle es, erst die Kleiderstaffel zu machen und dann den Staffellauf mit Wasser, weil dann sieht es dann besser aus. Dann gibt es eine Taschstraße, dann gibt es ein Meterbild. Aber jetzt, jeder wird sagen, jetzt fehlt doch noch was. Irgendwas fehlt doch noch. Und zwar das offizielle Eröffnungsbild. Und dazu bitte ich jetzt unseren Bürgermeister auf die Schaukel. Wie muss man denn aussitzen? So rum oder so rum? Das wird erstmal eröffnet. So. Mega. Hilfe! So, da muss man ein bisschen warten, bis man in Fahrt kommt. Der macht es gut, also wirklich. Einmal frei. So, jetzt kommen wir zu langsam in Fahrt. Also die Schaukel ist sehr trickreich. Was? Weil man auch ein bisschen aufpassen muss, dass man sich nicht ins Gehege kommt. Aber das ist ja für das politische Leben gar nicht schlecht. Hallo, hallo, schön, dass ihr da seid. Ja, ja, hallo.
werden, dass wir in Frieden miteinander leben können. Amen. Und ich sage, es hat doch geklappt. Und was rausgekommen ist, da irgendwann haben sie dann den Sturm aus den Segeln genommen, aber es tropft immer, auch mit seinen Stadträten. Es ist schon mal harte Zeit. Und wir fechten darum, wir geben nicht keine Ruhe. Und jetzt wird es Zeit, dass wir miteinander feiern. Und wir haben uns das so vorgestellt, dass wenn man einen Spielplatz eröffnet, dass dann Spiele auch gefragt sind. Und so bieten wir jetzt für Eltern und für Kinder Spiele an. Da gibt es da ein Clownwurfspiel. Dann werden riesen Seifenblasen gemacht. Es gibt einen Kleiderstaffel, das ist bei dem Wetter natürlich höchst interessant. Einen Staffellauf mit Wasser, da kann man sich, also ist empfehlenswert, erst die Kleiderstaffel zu machen und dann den Staffellauf mit Wasser, weil dann sieht es dann besser aus. Dann gibt es eine Taschstraße, dann gibt es ein Meterbild. Aber jetzt, jeder wird sagen, jetzt fehlt doch noch was. Irgendwas fehlt doch noch. Und zwar das offizielle Eröffnungsbild. Und dazu bitte ich jetzt unseren Bürgermeister auf die Schaukel. Wie muss man denn aussitzen? So rum oder so rum? Das wird erstmal eröffnet. So. Mega. Vorsicht! Hilfe! Da muss man ein bisschen warten, bis man in Fahrt kommt. Der macht es gut, also wirklich. Einmal frei. So, jetzt kommen wir zu langsam in Fahrt. Also die Schaukel ist sehr trickreich. Was? Weil man auch ein bisschen aufpassen muss, dass man sich nicht ins Gehege kommt. Aber das ist ja für das politische Leben gar nicht schlecht. Hallo, hallo, schön, dass ihr da seid. Ja, ja, ja.
1968 zum ersten Mal aufgelegt. Herausgeber der Firma Carl Zeiss mit uns als Stadt zusammen. Wir beide waren hier Partner oder sind hier Partner. Ersten Mal zur Stadterhebung erschienen, jetzt zum vierten Mal anlässlich des 25-jährigen Stadtjubiläums. Auch ganz überraschende Bilder hier, ein Blick auf Oberkorn von einer ganz anderen Perspektive. Das zweite Buch, das uns mit Stolz erfüllt. Mit Stolz, noch ein bisschen schwäbisch ausgedrückt, ein Muggesägele mehr als dieser wunderschöne Bildband ist natürlich unser Heimatbuch. Das vor 7 Jahren ist also die erste Auflage erschienen. Es war eine wirklich nicht nur gelebte, sondern dokumentierte Bürgerinitiative. Die Idee der Vater, der Übervater dieses Buches war und ist Herr Bantel. Und das macht eigentlich den Reiz dieses Buches aus, dass man es zur Hand nehmen kann und es lesen kann, und zwar nicht wie landläufig viele auch wunderbar gestaltete Heimatbücher, die man irgendwo mehr oder weniger doch ein Stück dann lesen sollte. Hier ist durch die Vielfalt der Autoren jeder Artikel dann für sich zur Hand zu nehmen. Und zwar geht es um ein steinzeitliches Fundobjekt. Und zwar einen steinzeitlichen Hammer. Der Erfinder dieses Steinbeutels, der kleine Bruder, der auf Seite 19 des Buches erwähnt wird, das war ich. Und zwar ist der Herr Fiedler, der Sohn des Pfarrers Fiedler, der in Oberkorn lange Jahre hat. Wie am Telefon sagte die Mutter, also die Frau von Pfarrer Fiedler, das Beil hat er nie mehr gekriegt, das sind sie nur noch. Bürgermeister Teufle, jetzt kommt der Hammer, hat uns schriftlich zugesichert, dass wir diesen Hammer anlässlich der Einführung des Heimatmuseums von Stadt zu Stadt überreicht bekommen. Schön, dass Sie da sind, denn jetzt schließt sich an die Eröffnung des zweiten kulturellen Ereignisses heute, der Hobbykünstlerausstellung. Kulturellen Lebens bei uns in Oberkochen und stellt mit die Vielfalt auch dieses reichhaltigen Lebens bei uns dar. Und ist auch seine Art auch zu anzupacken und mit ihrer, Herr Düber, einfach, wir kennen Sie alle schon viele, viele Jahre. Sie sind ja selber ein Künstler, wenn ich doch einen Mitmacher, er ist kein Hobbykünstler mehr, nicht mehr, ja. Ein Anerkannter im württembergischen Kunstverein, so heißt es. Von uns allen ein Stückchen vom Herzen kommt. Ja, vielen herzlichen Dank, Herr Düber. Danke. Ich freue mich richtig, dass es im Rathaus ist, weil da sieht man es wenigstens zweimal im Tag, wenn man kommt und wenn man geht. Wenn es woanders wäre, dann müsste jeden Tag dahin und das wird immer schwieriger. Den Vorteil haben wir jetzt, die wir im Rathaus arbeiten. Und es kommen halt öfters, kommen halt zweimal, wenn Sie einen Reisepass verlegen lassen wollen. Wegen der Ausstellung natürlich. Sonst nicht.
right here is the sound of the wind as she blows through the town. Weaving, spin, weaving, spin. Well, I'm full of love and playing in the dark and lonely streets, for the mill has shut down. It's so quiet I can't sleep. And the only tune I hear is the sound of the wind as she blows through the town. Weave and spin, weave and spin. Für euch und für sie einfach ihrem Sport und ihrem Verein auch in der Zukunft irgendwo so ein bisschen treu zu sein. Denn der Blick ist immer nach vorne, er ist nie zurück. Wir können aus der Vergangenheit lernen, aber wir müssen nach vorne sehen und sehen, was war toll, das machen wir weiter so, was war nicht so gut, das machen wir besser. Und insofern einen Glückwunsch, ein Dankeschön,
eine große Anerkennung für Ihre Tätigkeit. Also wir haben keinen Olympiasieger, wir haben keinen Weltmeister, wir haben keinen deutschen Meister dieses Mal, obwohl wir knapp dran vorbeigeschrammt sind. In olympischem Gold und Weltmeisterschaftsgold, wenn ich an unsere Karate-Kämpfer denke, Heimatland ist jetzt schon passt. Gell? Aber wir freuen uns auch über Silber und Bronze. 30 Sportplaketten in Silber dieses Jahr und 34 Sportplaketten in Bronze. Das ist unsere Hauskappe, die gehört schon zu uns. Reinhold Hirt und seine charmante Begleiterin am Bass und wir kennen es ja alle. Vielen Dank für die Umrahmung, die ihr immer macht und heute wieder nicht nur den guten Ton, sondern eine schmissige, super Musik macht, die wir fach dazu passt. Vielen Dank. Strengen Sie sich an, bleiben Sie treu Ihrem Verein und Ihrer und Eurer Stadt Oberkochen. Sie ganz herzlich zu einer Jubiläumsserenade begrüßen. Und wir möchten das stilgerecht machen. Und wenn nun dazu Schüsse aus Böllern ertönen, dann erschrecken Sie nicht, es wird niemand erschossen. Das gehört einfach zur originalen Aufführung des Werkes und zur Gratulation der Stadt. Du lassest dich das neue Jahr von Menschen titulieren und kannst doch weder graues Haar noch Jungfern renovieren. Du machst die Damen und die Herren in ihrem Ehestand kälter. Auch sieht dich nie ein Mädchen gern. Du machst sie ja nur älter. Warum soll man sich freuen? Nun, die Antwort darauf, die müssen sie sich selber geben. Wir stellen die Frage. Wir haben eine neue Obrigkeit, aber das kann ich natürlich im Jahr der Bürgermeisterwahl nicht rumlaufen, das ist ganz schnell. Deswegen habe ich den volkstümlichen Titel der Kantate auf das Programm geschrieben. Hören Sie nun aus dieser Kantate das Schlussduett. Wir gehen nun, wo der Dudelsack in unserer Schenke brummt.
zugleich vier lustige Gesellen. Sind mehr lustige Leute. Einen Hund, eine Katze, einen Kuckuck, eine Eule zum Spaß, die auswendig einen Kontrapunkt machen. Und wenn Sie nicht wissen, was ein Kontrapunkt ist, dann hören Sie zu und dann wissen Sie es nach. Die Musik, ich lieb und ihr werdet mir diese
die Wahlkampfschrobe. Schrobe die Schuld des Schuld des
Freunde. Im Krieg dann der Chiefs Blues. Feiern unseren 25. Geburtstag. Vor 25 Jahren konnte der damalige Innenminister Walter Krause meinem verehrten Vorgänger, Herrn Bürgermeister Bosch, die Stadtrechtsurkunde übergeben. Und damit möchte ich auch noch einmal, meine Damen und Herren,
an die großen Verdienste von Herrn Bürgermeister Bosch erinnern, dem engagierten Wirken meines Amtsvorgängers Herrn Bosch, seiner überragenden kommunalpolitischen Zielstrebigkeit, seiner Überzeugungskraft, ist die kommunale Entwicklung der damaligen Gemeinde zur jetzigen Stadt zu verdanken. Seine Verdienste wurden bleibend durch das Ehrenbürgerrecht unserer Stadt und die Bezeichnung der Straße, die auf unser Rathaus führt, gewürdigt. Die Lebensqualität einer Stadt besteht nicht nur im Wohnen oder nicht nur im Schlafen. Sie besteht auch darin, Geist, Herz und Verstand einzusetzen und somit eine Stadt mit Leben zu erfüllen. Miteinander fühlen und arbeiten ist die Devise, die uns veranlasst, auch auf die nächsten 25 Jahre mit Optimismus zu blicken. Und mit diesem Optimismus und mit diesem Schwung grüße ich Sie alle, die Sie heute zu uns gekommen sind, die Sie mit unserer Stadt verbunden sind, Gäste aus nah und fern. Herr Innenminister Frieder Bürzele, herzlich willkommen. Wir wissen es zu schätzen, dass Sie bei Ihrem Kalender hatten. Oberkochen ist durch seine Entwicklung nach dem Kriege schon immer eine tolerante Stadt gewesen. Und deshalb freuen wir uns natürlich über unsere kommunale Partnerschaften nach Frankreich und nach Italien. Jeweils die Gemeinderatsdelegationen sind unter uns an der Spitze, die beiden Bürgermeister. Und so begrüße ich Francis Chiffard aus Dix-sur-Mer. Ich begrüße den neu gewählten Bürgermeister aus Montebelluna, Secondo Campanelli. Und wir sitzen jetzt so richtig vertraut und geeint am gleichen Tisch, schwarz und rot, Jahr für Jahr und Tag für Tag. Das Beste für unsere Stadt zu schaffen und zu erarbeiten, dass wir uns darüber freuen, dass Sie mitziehen, dass Sie mitmachen. Und ich glaube, dass wir auf diesem Fundament wirklich mit großem Optimismus und mit viel Schwung und mit viel Elan in die nächsten 25 Jahre blicken können. Herzlichen Dank, dass Sie da sind und ein schönes Fest noch. All diese Veranstaltungen, meine sehr geehrten Damen und Herren, sind ein eindrucksvoller Beweis für den lebendigen bürgerschaftlichen Geist in dieser vergleichsweise jungen Stadt. Sehr gerne bin ich deshalb heute hierher gekommen, um mit Ihnen zu feiern und Ihnen, Herr Bürgermeister Gensch, und den Damen und Herren des Stadtrats und der gesamten Bürgerschaft sehr herzlich zum 25-jährigen Stadtjubiläum zu gratulieren. Gleichzeitig überbringe ich Ihnen die Grüße und Glückwünsche des Herrn Ministerpräsidenten und der gesamten Landesregierung von Baden-Württemberg. Besonders herzlich lässt sich Herr Professor Walter Krause grüßen, der Ihnen vor 25 Jahren, wie Herr Bürgermeister Gensch bereits erwähnt hat, in seiner damaligen Eigenschaft als Innenminister unseres Landes die Stadterhebungsurkunde überbrachte. Und ich bin gespannt, ob es beim 50-jährigen Stadtjubiläum, also in 25 Jahren, wiederum ein sozialdemokratischer Innenminister einer großen Koalition sein wird. Wir werden uns überraschen lassen. Oberkochen ist seit 25 Jahren Stadt und man muss hinzufügen, was für eine Stadt. Selbstbewusst, kraftvoll, dynamisch, wirklich tolerant, barmherzig, gesellig und vieles andere mehr. Man kann sich heute kaum vorstellen, dass diese Stadt, die sich selbstbewusst neben ihren größeren Schwestern im Ostalbkreis präsentiert, erst vor 25 Jahren zur Stadt erhoben worden ist. Dicht gelegen an unserer großen Kreisstadt Aalen, der größten Stadt im Ostalbkreis, ist es keine Selbstverständlichkeit, dass man sagen muss, wenn man das Gewicht der beiden Städte kennzeichnen will, nicht Aalen groß und Oberkochen klein, sondern man muss sagen, Aalen und Oberkochen beide groß.
Ihnen allen gelten meine besten Wünsche. Der Stadt Oberkochen wünsche ich Gottes reichen Segen und ein weiteres kräftiges Wachsen, Blühen und Gedeihen. Mes amis de Luc-sur-Mer et Manon avons tenu à participer à cette célébration. Ich schließe meinen Grußwort mit einem Glückwunsch an Sie, meine Herren Bürgermeister aus Oberkochen und Montebelluna. Ich freue mich darüber, dass auch Sie zwischen Ihren beiden Städten eine Partnerschaft geschlossen haben. A nome della città di Montebelluna e della sua civica amministrazione, porgo a tutti il più cordiale saluto. In allen Momenten der Geschichte, in dem auch Europa vom Sturm des Krieges und der Gewalt nicht verschont ist, die wir endgültig überwunden geglaubt hatten, stellt die Verbindung zwischen unseren beiden Städten ein Zeichen der Brüderschaft und Solidarität dar, die alle geografischen und kulturellen Grenzen überwindet. Sind, dass wir uns immer ein sein werden, weil unser Ziel ein freies, stabiles und geeintes Europa ist, liegt mir besonders am Herzen. Ich komme aus einer altehrwürdigen Stadt in Thüringen, aber nichtsdestoweniger grüße ich die junge Stadt, die junge Frau in Oberkochen. Meine Damen und Herren, ich will mit meiner Anwesenheit insbesondere eines zum Ausdruck bringen. Wir in Jena haben besonderes Verständnis, einerseits für den Stolz, den Sie heute zum Ausdruck bringen, und andererseits natürlich auch Verständnis für die Sorgen, die Sie haben. Und ich will Ihnen eines versichern, ich bin ganz sicher, dass wir es gemeinsam schaffen können. Wenn wir die Besonderheiten, die uns gegeben sind, in Jena und in Oberkochen, wenn wir das zusammenschmeißen, werden wir es schaffen. Wenn wir diesen Weg gemeinsam gehen, werden die gut gepflasterten Straßen in Oberkochen und die noch weniger gut gepflasterten Straßen in Jena für beide Bürgerschaften eine Freude sein, gemeinsam zu begehen. Dass nun alle 25 Jahre ein SPD-Innenminister diese goldenen Worte zur Stadt sprechen darf, das ist ein Zufall. Jetzt könnte man sagen, naja, wenn es dann wieder 25 Jahre dauert, dann werden wir es schon aushalten. Aber ich darf Ihnen sagen, ich habe mir das so rückblickend kurz nochmals überlegt. Damals war der Innenminister Krause hier und kurz darauf hat dann die CDU die absolute Mehrheit wieder gewonnen. Also von daher gesehen sind SPD-Innenminister in Oberkochen immer herzlich willkommen. Sondern die Oberkochener Bürgerinnen und Bürger mussten immer mit eigenen Ideen, ja mit der schwäbischen Tüftelei, ihre Geschäfte machen. Und deshalb war es eigentlich fast zwangsläufig, dass neben den schon vorhandenen großen Betrieben in Oberkochen nach dem Krieg die Firma Zeiss nach Oberkochen kam. Und alle Höhen und Tiefen, die diese Weltfirma mitmacht, die muss natürlich auch diese Stadt ertragen. Und Herr Dr. Rümminger, ich glaube, Sie haben Verständnis für viele, die derzeit bei der Firma Zeiss beschäftigt sind, die durchaus Sorgen haben, was wird mit meinem Arbeitsplatz. Aber umgekehrt darf ich Ihnen sagen, in Oberkochen, in der Bürgerschaft dieser Stadt, gibt es nicht die Diskussion über die Alternative, entweder Zeiss Oberkochen oder Zeiss Jena, sondern für uns gibt es nur eine klare Linie, Zeiss Oberkochen und Zeiss Jena müssen die Zukunft meistern. Wir sind froh als Bürgerinnen und Bürger dieser Stadt,
weitere tüchtige Firmen in unserer Stadt zu haben. Und wir haben eine weitere Weltfirma in dieser Stadt, die so ganz still und leise sich an die Spitze der Welt geschlichen hat und die heute weltweit als Konzern 5000 und mehr Menschen beschäftigt. Das ist die Firma Leitz. Und dies beweist, dass Oberkochen eben wirklich eine lebendige Stadt ist. Und was mich noch mehr freut und regelrecht auch mit Stolz erfüllt. In die Diskussion um die Schwierigkeiten der Zukunft unserer Wirtschaft erstellt diese Weltfirma Leitz ein neues Produktionsgebäude in Oberkochen, das diese Woche mit Richtfest gefeiert wurde. Und deshalb muss ich sagen, da dürfen wir Bürgerinnen und Bürger einfach mal Dankeschön sagen. Und wir Oberkochener dürfen heute stolz sein, dass wir 25 Jahre Stadtjubiläum feiern dürfen. Denn letztendlich, meine lieben Mitbürgerinnen, liebe Mitbürger, sind es ja wir alle, die diese Stadt zu dem machten, was heute schon von vielen Rednern gelobt wurde. Und deshalb Ihnen allen, uns allen, herzlichen Glückwunsch und eine gute Zukunft.